Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. So, einer ist natürlich wahnsinnig neugierig darauf, was sich denn hinter diesem Komplex wohl verbergen mag. Hier drüben hat sie ja bereits alles erkundet gesehen. Da gibt es eine ganze Reihe an Händlern, aber auch Leute, die ihr weniger wohlgesonnen sind. Und ja, jetzt gehen wir mal darüber. Habe ich das Pferd auf Folgen? Ja. Die sind natürlich alle wieder da. Aber wir haben ja gesehen, das stellt hier für meine Bande echt überhaupt kein Problem mehr dar. Guckt euch das an. Ja, kommt den auch noch. So, was erwartet uns hier wohl? Ach, komm. Hallo? Willst du mich ignorieren oder was? Weiterhin Gewürz einsammeln. Ein Zauberer. Du hast hier dein dunkles Werk vollbracht, hä? Okay, das ging schnell. Geht mal darüber. Da. Jamilas Freiheit. Wo seid ihr? Da hinten. Nee, Glaskugeln brauchen wir nicht. Was hast du? Gewürz und pinke Farbe. Welches Mädchen kann da Nein sagen? Leute, geht mal da hinten hin, bitte. Ja, ist ein bisschen viel hier mit vier Leuten. Aber das kriegen wir schon hin. Da ist doch mal ein echter Gegner mal wieder für euch. Schießt hier wieder irgendwer auf mich? Aha, die Königin bekommt eine Lieferung und wir bekommen Gewürz und schwarze Seide. Wo habt ihr euch eben noch vergnügt? Na egal. Nein, 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 das wollte ich gerade nicht. Hallo, ich bin Ayla. Wollt ihr vielleicht zu mir kommen? Aber ich mit Fäusten wollte ich jetzt eigentlich nicht kämpfen. Hey, ihr seid sogar eigentlich Landsleute von mir, Nordheimer. Ja. Okay. Jetzt, das war jetzt natürlich blöd. Ja. Ich bin da der absolute Spezialist hier.
wir hier hoch? Nope. Hier hat doch eben jemand geschrien. Alle da? Ja, alle da. Machen wir erstmal da hinten. Darüber bitte. Nee, da brauchen wir nichts. So. Das nehmen wir natürlich mit. Ella hat beschlossen, wenn sie wieder zu Hause ist, würde sie gerne hier irgendwas vergessen. Nee. Wenn sie wieder zu Hause ist, würde sie gerne mal Golems bauen. Also diese Waffe ist echt okay. Zauberer. Was haben wir hier? So, jetzt Batu, was trägst du? Noch nichts. Jetzt trägst du was und du kannst aber noch mehr tragen. So. Okay. Ha! Wird's. Ja, hier lasse ich euch mal den Vortritt. Für Getreu nicht zugänglich. Schade eigentlich. Weil hier bin ich schon oft runtergefallen. Ist mal was. Ja. Okay. Na gut, dann. Was soll's. Ja, war ja klar. Okay. Hab ich? Nein! Oh! Okay, das war ja mal Glück. Hatte ich erwähnt, dass ich hier immer gerne runterfalle? Kommen wir da hoch? Ich hoffe es. Oh, irgendwer ist aufgestiegen. Nice. Oh, nicht mehr genug Ausdauer. Aber das ist natürlich kein Problem. Okay. Was ist denn das? Nein, nicht bewegen. Jetzt. Oh, nein, 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 nein. Anstatt dass Eila sich erstmal umguckt. Nein.
Sie muss natürlich gucken, was gibt's hier zu lernen. Was haben wir denn da eigentlich? Ah, die Kapitänswächterin, okay. Und einen schwarzen Korsar. So. Halte ich am Rand mal zurück. Was hast du da? Meersalzentermesser. Ja, vielleicht für unsere Sammlung. Das hatten wir erledigt jetzt, ne? Nein, im Batu. Ja. eins, zwei, drei. Nee, aber irgendwo das Pferd und ah. Ich glaube aber, wenn ich das richtig weiß, gibt es hier nicht mehr. Hier haben wir das gelernt. Und die anderen verstecken sich gerade irgendwo. Sind aber noch alle am Leben, wenn ich das richtig sehe. Werden schon wieder auftauchen. Ja, wer bist du? Nur ein Dreier-Bogenschütze. Ich muss mal gerade gucken. Getreue, nicht, dass die wieder. Nee, keiner ist ausgegraut, weil das ist mir ein paar Mal jetzt schon. Ah, da sind wieder alle da. Also ich habe schon einige verloren, die dann irgendwie plötzlich grau waren. Und dann verschwunden sind aus der Liste. Oh, beinahe hätte ich meine eigenen Leute angegriffen. Aber ich habe herausgefunden, ich glaube, das hatten wir schon, wenn ich mich dann im Admin-Modus irgendwo anders hinbeame, mit ein bisschen Glück. Nein, ich will da ran. Hallo? Wenn ich mich im... Was macht die denn hier? Wenn ich mich im Admin-Modus dann irgendwo hinbeame... Mist. Dann habe ich vielleicht Glück, dass die wieder zurückkommen. Nein. Sagte ich gerade, da, jetzt komme ich hier raus. So. So. Ja. Geht da mal rüber. Aber das ist alles hier nur Deko. Alles Deko, 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 Deko. Okay. Die Spinne kommt auf jeden Fall nicht von hier. So, ich glaube, wir haben alles hier gefunden. Oh.
Okay, Leute. Wir werden mal in. Wo bin ich hier? Wir werden mal hier so in diese Richtung reisen und hier rum, wenn man so will, wieder Richtung Heimat und gucken, was es da alles noch zu entdecken gibt. Ich muss sagen, ich finde es super schade, dass es diese Events im Moment nicht gibt. Ich hoffe, die kommen noch mal wieder, weil da war ja zum Beispiel hier auch ein schöner Event. Was haben wir denn da oben? Ach. Bestienmeister. Unterwasseratemmaske. Yay. Das ist doch ein guter Fund, denke ich. Okay. Nice. Dann geht's weiter. Da unten durch. Oh, bin überladen. Kriegst du schon was? Ach, siehst du, ich hätte die Magierschädel da noch abliefern können. Naja, egal. Nimm mal das Zelt. Gut, das können wir wegwerfen. Satt und durstig sind wir eigentlich nie. Also wir sind satt und nicht durstig. So. Aber ja, bevor wir hier wieder runterfallen. Ja, diese Wege hier sind immer echt eine Challenge für Eilers Orientierungssinn. Ja. Da ist wohl diese Mauer. Da will Eiler auf jeden Fall nicht hin. Noch nicht. Die hat ja immer noch im Sinn, dass sie die Mauer mal überwinden möchte. Da haben wir die Affen. Darunter wollen wir jetzt eigentlich nicht. Nee, wir bleiben hier. Bleiben wir hier an der Wand. Habt ihr vielleicht Babys hier? Nee, ne? Ah, was haben wir denn da? Sieht ja auch sehr interessant aus. Ja, genau. Soon my teeth will taste.
Oh. Was hast du? Ein Sternmetallbogen? Nice, da freuen sich unsere Bogenschützen natürlich. Und Ayla ist schon ziemlich gespannt, was das da für ein Geräusch ist. Hast du vielleicht auch was Nettes? Gewürz. Haliers Koje. Oh, hi. Bräuchte euch mal hier. Trägst du schon was? Ja, du trägst was. Du trägst noch nichts. Ja, die sind mittlerweile natürlich auch echt schwer. Ayla, setz mal deinen Helm auf. So. Okay. Sorcerer. Na gut, Atemtrank. Ruhasche. Okay. Den Hammer. Was war das? Safari-Tänzer. Ein Reliktfragment habe ich gefunden. Ich wollte mal eben diese Kiste aufmachen. Was war da drin? Karte eines Zauberers, das können wir wegwerfen. Was? Okay. Okay. Ayla ist ja schon ziemlich gespannt darauf, wer da so diese Geräusche macht. Leute, übersehe ich hier gerade was? Spinnen und Schlangen haben wir hier. Ja. Aber dank Seth haben wir ein Antigift. Hehe. Sieht zwar nicht lecker aus, aber ja. Wenn man sich natürlich so oft beißen lässt, dann halten drei Flaschen Gift nicht lange. Wir gehen einfach mal in die Richtung weiter und gucken, was es hier so noch gibt. Wir haben eigentlich schon ziemlich viel von diesen Giftdrüsen und so zu Hause. Also das ist jetzt nicht wirklich ein Thema, die hier alle mitzunehmen. Ja, hier gefällt Ayla der Dschungel jetzt nicht so besonders.
Nee, komm. Das ist schon sehr beeindruckend, ne? Hier irgendwo ein Baumhaus oder so. Hey! Also gut, ihr wollt euch also mit mir anlegen. Na schön. Sorry. Eine Frage, wo ist denn meine Bande? Gott! Die sind so eklig. Die sind schlimmer als Spinnen. Oh. Okay. Das war knapp. So, Armband eingestellt. Falls irgendwer in diese wirklich, wirklich unwirkliche Gegend zurück möchte, kann er das jetzt tun. Ayla kann das jetzt tun. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Bis dann. Ciao.